Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die schwarze Karte Box von Timeless. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Im April 2016 kam der Vorgänger, da kam dieses gute Stück raus, Anti-Held von Timeless. Und jetzt im November 2017 haben wir Schwarzer Kater von Timeless, von der Box her sehr ähnlich gestaltet. Schwarzer Kater, die Box auf 999 Stück begrenzt, also wirklich limitierte Auflage. Das Ganze ist eine schwarze Box mit weißer Schrift und wir werden das mal aus der Plastikfolie befreien und uns das im Detail anschauen. Also, es klappert schon gewaltig. Wir haben hier an der Seite das Ganze aufzumachen. So. Also, wir haben hier eine schwarze Klappbox mit weißer Schrift. Timeless schwarze Karte lesen wir hier. Die Box relativ hoch und glänzend. Die Seiten und oben und unten ganz, also komplett blank schwarz. Hier lesen wir noch Timeless schwarze Karte und Freunde von niemand. Und hier lesen wir dann auch noch Timeless schwarze Karte inklusive der Box-ID. Und dann haben wir auf der Rückseite den Barcode, die Credits und ansonsten, ja, schwarz. Es klappert schon ziemlich. Wir machen das Ganze mal auf. Und jetzt wissen wir auch, warum es so klappert. Also, wir haben hier einmal den Aschenbecher, das Feuerzeug. Ups, der ist schon aus der Folie gerutscht. Schaut fast aus wie ein Schuhlöffel, ist allerdings ein Flaschenöffner. Dann haben wir die Schwarzer Kater Akustik-EP, Schwarzer Kater Bonus-EP, das Album Schwarzer Kater, einen Sticker, zwei Bierdeckel und eine Autogrammkarte in dieser Polaroid-Optik. Box von innen glatt weiß. Machen wir wieder zu. Und dann kommen wir auch direkt zum Inhalt. Also, wie immer, fangen wir an mit dem Album an sich. Schwarzer Kater von Timeless, was natürlich auf den ersten Blick mal auffällt. Super Jewel Case, freut mich sehr. Und das Cover eben auch in dieser Polaroid-Optik. Also hier haben wir es zum Beispiel mit dem Datum versehen, 9.06.95. Der junge Timeless am Telefonieren. Ja, für alle, die das nicht mehr kennen, damals hatten die Telefone noch solche großen Hörer und auch noch eine Telefonschnur, ein Kabel. Auf der Rückseite haben wir die Tracks aufgelistet, 15 Stück. Wir haben Features von Face, Perine, Vega, Splinter, 823, Yasha, nochmal Perine und Hardy Bogart. Okay, ich muss ehrlich sagen, Face und Vega, klar, von Freunde von niemand, sind ein Begriff. Allerdings, wer Perine und Splinter und Hardy Bogart ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, sagen wir nichts. Yasha ist auch ein Begriff. Gibt es ja mehrere Yashas im deutschen Rap. Okay, wir haben 15 Tracks, davon wurden zwei bereits als Video ausgekoppelt, nämlich einmal Schwarzer Kater und einmal Fame und Broke. Meine Favoriten, die jetzt wirklich hängen geblieben sind, sind drei Stück, glaube ich, gewesen. Und zwar war das einmal auf jeden Fall das Outro, Freund von niemand, extrem guter Track, also hat mir sehr, sehr gut gefallen und ist auch wirklich ein emotionaler Track oder ja, ein Track, wo Timeless seinen Werdegang und seinen Struggle verarbeitet. Dann der Track Gezeichnet vom Leben, Nummer 5,
Perrine oder Perrine, je nachdem wie man es ausspricht, also ist eine Frau, ein Gesangsfeature, auch ein sehr starker Track. Und dann noch Nummer 8, Pathos mit Vega, der ist ein bisschen ja, wütender, gewaltiger, der Track, aber auf jeden Fall die drei meine Highlights. Gut, dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier das Booklet. Wenn wir es denn rausbekommen. Das ist bei Super Jewel Cases immer deutlich leichter als bei den normalen Jewel Cases, muss ich ehrlich sagen. Wir sehen hier den kleinen Timeless. Was lesen wir hier? Okay, ein Zitat von Eminem. Und das ist auch das, was mich so sehr stark daran erinnert hat. Also sowohl das jetzt, was ich hier sehe vom Artwork, als auch dieses erste Video, der Schwarze Kater, hat mich sehr erinnert an dieses, an diesen Flavor von Eminem mit Marshall Mathers EP, LP damals. Also hier haben wir noch die, die Albumwidmung. Das ist ja der bürgerliche Name, Giuseppe Di Agosta von Timeless. Eine Danksagung und ein weiteres Foto aus dem Familienalbum. Ich schätze mal, kleine Timey mit Vater. Weitere Tracks, oder was heißt weitere Tracks? Alle Tracks hier aufgelistet, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war. Timeless Karate Kid. Und dann hier nochmal eine kleine ja, Anekdote, eine kleine Abschiedszeilen von Timeless. Freunde von niemand, das Label. Die CD in schwarz und weiß gehalten. So sieht das Ganze aus. Und was haben wir hier? Ein Zitat von Adriano Celentano auf Italienisch. Schöne CD auf jeden Fall. Und hier lesen wir dann auch noch. Uiuiuiui. Also, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt... Ja, oh ja, ihr könnt das natürlich auch lesen. Ja, was soll man dazu sagen? Ich gehe mal stark davon aus, dass das keine Absicht war, dass hier Scheiße gebaut wurde und dass hier statt dem I ein E reingerutscht ist. Also wir lesen hier Tameless, schwarzer Kater. Das ist natürlich, ja, etwas bitter. Aber gut, vorne ist es richtig. Darüber kann man hinwegsehen. Naja, sollte natürlich nicht passieren. Timeless, schwarzer Kater, Bonus-EP, auch wieder hier in dieser Polaroid-Optik. Wir sehen hier den kleinen Timeless, auch wieder hier mit Datum versehen, am Esstisch sitzen. Wir haben hier 5 Tracks, wir haben Features von Eros 66, Slash Boom, nochmal Perrine. Und das war's an Features, 5 Tracks. Okay, habe ich noch nicht reingehört in die EP. Schwarzer Kater Bonus-EP und diese wie so oft in einer Papphülle. Und dann haben wir noch ebenfalls in einer Papphülle die Timeless Schwarzer Kater Akustik-EP. Hier sehen wir den kleinen Timey vor einer, ja, ich nehme mal an, das sind so Sandskulpturen oder ich weiß gar nicht, ob das Sand ist, vielleicht ist es auch Stein, na, oder nachdem man sich hier anlehnt, dürfte es Stein sein. Auch hier 5 Tracks. Und zwar, nein, nicht mal, das ist interessant. Also wir haben hier einmal den Track zum Beispiel Warme Lüge, der auch hier drauf ist. Und die anderen Tracks sind vom Album. Also, hier zum Beispiel der Track Mein ist ja auch auf dem Album drauf. Hier Nummer 12, Gezeichnet vom Leben ist auf dem Album drauf, Haha ist auf dem Album drauf. Blaues Blut ist nicht auf dem Album drauf. Okay, spannend. Also, Blaues Blut und Warme Lüge nicht auf dem Album drauf. Warme Lüge hier auf der EP. Und das Ganze hier dann als Akustikversion. So sieht das Ganze aus. Papphülle. Dann haben wir
die Autogrammkarte in dieser Polaroid-Optik, auch hier mit Datum versehen. Nein, natürlich nicht mit Datum versehen, sondern wir lesen hier die Nummerierung. Sehr schön. Meine Box ist Nummer 866 von 999 und dann hat hier Timeless unterschrieben. Das finde ich immer schön, wenn Sachen so limitiert sind, dass man wirklich auch das Ganze hier nachvollziehbar macht mit einer Nummerierung. Sehr schön. Quadratische Autogrammkarte, Freunde von Niemand, Logo auf der Rückseite. Dann haben wir zwei Bierdeckel, Freunde von Niemand, in dieser Schwarz- und Weiß-Optik. Und dann Timeless, schwarzer Kater. Sehr schön, zwei Bierdeckel. Einen Aschenbecher, Freunde von Niemand, Timeless, schwarzer Kater lesen wir hier. Auf der Unterseite lesen wir Melamin. So sieht das Ganze aus, also so schwarz glänzend. Das dürfte das Material sein, so richtiges fettes, aber richtig stabiles Hartplastik. Eben wahrscheinlich ja, Melamin. Sieht gut aus für alle Raucher, sicher eine schöne Sache. Ein Sticker im Querformat, Freunde von Niemand, das Logo, der Schriftzug, ihr kennt das. Großer Sticker, so im Postkartenformat. Ein Flaschenöffner in der Größe eines Schuhlöffels, schwarzer Kater, Timeless. Der ist aus Metall und das sind so, ja, das ist so ein Flaschenöffner, wie man es aus der Gastronomie kennt. Also die Kellner, die dann an ihrem Gürtel, an ihrem Schlüsselbund, wie auch immer, hier diesen großen Flaschenöffner dann herumtragen und dann hinter der Bar schnell die Flaschen aufmachen. Fällt mir gut, sieht stabil aus, kann man auf jeden Fall was damit anfangen und passt doch so zum Konzept. Also wir haben hier wirklich so, ja, ich sag mal Boxen halt, die man wirklich im Alltag brauchen kann. Aschenbecher, die Untersetzer bzw. die Bierdeckel. Und einen Flaschenöffner. Und in diese Kollektion reiht sich dann noch ein das Feuerzeug. Freunde von Niemand. Komplett in schwarz und hier mit dem weißen Schriftzug. Freunde von Niemand. So ein typisches Zippo-Feuerzeug. Tom-Feuerzeug. Ja, das Gas wahrscheinlich noch zu befüllen. Ansonsten. Also Gas, ja. Hier unten das Ganze dann zu befüllen. Hier noch der Warnhinweis. Sollte, glaube ich, auch jedem klar sein. Lighter does not self. Was steht hier? Echt schwer zu lesen. Ich lese euch mal vor. Lighter does not self extinguish. Close lid to pull it out. Okay, also. Das ist der Hinweis, dass das Feuerzeug nicht von alleine ausgeht, sondern dass man den Deckel schließen soll, um das Ganze dann auszumachen. Also um die Flamme zu löschen, einfach hier zuzumachen. Gut, wir fassen noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das Album Schwarzer Kater im Super Jewel Case. Einmal die Schwarzer Kater Bonus EP und die Schwarzer Kater Akustik EP. Die beiden EPs mit jeweils 5 Tracks. Der Sticker Freunde von Niemand im Querformat. Das Feuerzeug mit Freunde von Niemand Aufdruck. Die Autogrammkarte inklusive der Nummerierung. Dieser Aschenbecher. Der Flaschenöffner. Und die beiden Bierdeckel bzw. Flaschenuntersetzer, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte. Jede Menge Inhalt. Das alles in dieser wunderbaren Box, Schwarzer Kater von Timeless. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Timeless unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.